Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den März 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorff, ich bin eure Astrologin und möchte euch durch die Konstellationen im März begleiten. Bevor wir anfangen, noch der Hinweis auf meine heutige Verlosung. Mehr dazu erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Ja, liebe Stiere, ihr steht in starker Resonanz zu der Konstellation mit der Venus, die rückläufig wird, denn als Stier seid ihr vom Planeten Venus beherrscht. Da ist also schon eine energetische Verbindung da und die Venus wird ja diesen Monat rückläufig, das wird also sehr spannend. Mehr dazu gleich. Zunächst mal sind Freundschaften weiterhin ein wichtiges Thema für euch, da seid ihr besonders sensibel und mitfühlend. Ab dem 10. März spürt ihr Energie und Schwung und dann beginnt eine gute Phase, um auf neue Flirts zuzugehen. Auch Festliierte werden dann wieder unternehmungslustiger mit ihrem Schatz zusammen. Jetzt erstmal zu eurem Erlebnishintergrund. Also, wichtig für euch ist erstmal ein schöner Aspekt zu Romantikplanet Neptun, ein Sextil, der steht hier für euch im Haus der Freunde, im guten Aspekt zur Stiersonne. Das macht euch zurzeit zu einer sehr empathischen Freundin oder Freund. Man vertraut euch die Sorgen und Nöte an, man bittet euch um Hilfe. Und es ist übrigens auch eine tolle Konstellation, um Gutes zu tun. Es ist eine typische Charity-Konstellation, weil ja dieser Bereich vom Horoskop auch Gesellschaft und Öffentlichkeit auch mit bedeutet. Also wenn ihr euch engagiert, wenn ihr gerne Gutes tut, dann ist das ein toller Monat für euch dafür. Und natürlich kann man beim Gutes tun auch immer gute Leute kennenlernen. Stiere in fester Beziehung haben auch eigentlich gute Sterne. Die haben ja seit langer Zeit jetzt hier schon Saturn im Haus der Ehe und der festen Beziehung stehen. Das ist eigentlich ein Hinweis dafür, dass die Verbindung sich festigt und Saturn steht jetzt auch aufgeschlossen gegenüber Neuem. Also das, was ihr an Neuem unternehmt, was ihr vielleicht an Experimenten probiert, das kommt bei eurem festen Partner ganz gut an. Also es ist vielleicht auch eine gute Zeit, um mit dem Schatz zusammen neue Wege zu gehen. Da ist also auf jeden Fall eine Anregung für da und vielleicht auch interessant für spirituelle Stiere. Diese ganze Liebes- und Erneuerungsenergie ist für euch im Haus der Spiritualität, dass es euch vielleicht gelingt, euren Schatz für das Thema zu interessieren, falls das bisher noch nicht der Fall war. Genau, und dieses ganze Spannungsdreieck, das ist für euch vor allen Dingen im Bereich Beruf und Joballtag wichtig, eben Spiritualität und Rückzug auch und aber auch in dem Bereich, wo ihr Pläne macht, große neue Pläne. Und neue Partnerschaften ergeben sich für euch eben zum Teil auch im Joballtag und es ist auch eine gute Zeit für alle von euch, die sich vielleicht ein Haustier zulegen wollen. Oder mit einem Tier eine neue Freundschaft anfangen wollen. Das ist eben auch eine Symbolik von Jupiter im sechsten Haus. Vielleicht die Stiere, die sich schon immer ein Pferd zulegen wollten, die haben da jetzt eine gute Phase für. Also sozusagen das Tier als Kamerad und Freund. Genau. Aber ich war ja noch bei dem Sextil Neptun und das spüren besonders die Geburtstagskinder vom 30. April bis zum 5. Mai. Die haben also diesen angenehmen, romantischen Unterstützungsaspekt drin. Und dann habt ihr noch einen schönen Aspekt zum Machtplanet Pluto. Der steht für euch auch hier für die Stiersonne richtig gut und bedeutet, dass ihr Beziehungen, Verbindungen eingehen könnt zu Leuten mit Einfluss, vielleicht auch einflussreichen Leuten aus dem Ausland. Oder dass es vielleicht eben auch in eurer Umgebung Beziehungen gibt, die ins Ausland verweisen, Familienmitglieder, die im Ausland leben. Das sind alles Themen. Und wenn ihr neue Verbindungen eingeht, vielleicht zu Leuten, die euch versprechen, dass ihr durch sie zu Macht und Einfluss kommt, dann kann das auch gut sein. Aber für euch gilt da, ähnlich für die Jungfrauen auch, die auch diesen Aspekt haben zu Pluto, guckt, ob der andere, hier Pluto, der hat ja immer so ein bisschen Geheimnisse, ob der dann auch dasselbe will wie ihr. Ne? Also wenn ihr da so eine Beziehung eingeht, wo ihr spürt, die wird euch vielleicht verändern, die wird euer Leben verändern, dann solltet ihr gucken, dass da die Beteiligten am gleichen Strang ziehen, denn Pluto ist auch gerne jemand, der Geheimnisse hat und nicht alles gleich aufdeckt. Vielleicht hat er noch eine geheime Agenda, da müsst ihr also dann drauf achten. Aber wie gesagt, Pluto steht in Harmonie zur Stiersonne, das heißt, es kann euch auf die Dauer wirklich schon einen Zuwachs an Einfluss und auch an persönlicher Macht bringen. Und das spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder vom 7. bis 12. Mai. Genau, dann gehen wir jetzt auf die aktuellen Konstellationen, beginnend mit der Sonnenfinsternis am 26.02. Das ist der Neumond, der dann Ende Februar stattfindet, je nachdem, wann ihr das Video guckt.
und dann eben die nächsten Wochen das Thema vorgibt. Und der fällt für euch auch ins Haus der Freundschaften und der Charity. Also Charity deswegen, weil Neptun dabei ist und Neptun ist ja selbstlos Gutes tun. Und das Ganze eben im Bereich von Freundschaft, von gesellschaftlicher Aktivität nach außen, Gruppen, vielleicht auch, wenn ihr euch politisch interessiert, sind das Möglichkeiten, auch auf Romanzen zu treffen. Ne? Weil Neptun ja eben auch der Planet der Romantik ist und weil er gut zu eurer Sonne steht, braucht ihr auch nicht so Bedenken zu haben, dass ihr da den Kopf verliert oder dass euch das völlig den Kopf vernebelt, sondern es kann vielleicht wirklich eine sehr schöne romantische Begegnung sich ergeben dadurch. Ja, also denkt mal über neue Freundschaften nach, auch über Heilung in Freundschaften, weil der Chiron auch im 11. Haus steht. Vielleicht gibt es da auch was Altes, was man mal wieder einen Streit, den man beilegen könnte oder jemand, dem ihr helfen könnt. Dann zum Start in den Monat stehen natürlich weiterhin die Planeten da gut für euch in eurem 11. Haus der Freundschaft. Merkur auch dabei, also es kommt auch zu Gesprächen, ne, wo man sich gut austauschen kann. Merkur ist ja auch der Vermittler, also es kann auch sein, dass ihr über Aktivität mit Freunden in der Clique jemand Nettes kennenlernt. Und die Venus selber, die ist aber für euch im 12. Haus, also im Widder in einem etwas fremden Aspekt zur Stiersonne. Und deswegen kann es bedeuten, dass die Liebe selber so ein bisschen wie abgetaucht ist. Also ich meine jetzt so die erotische Liebesbeziehung oder die neue Liebesbeziehung oder der Flirt. Für manche Stiere ist es so, dass da so ein bisschen Flaute ist gerade. Würde ich mich aber jetzt auch nicht drüber aufregen, sondern da könnt ihr euch entspannen, denn dieser Aspekt bietet verschiedene Facetten. Die Venus läuft wieder zurück in die Fische im April und damit dann wird dann wieder für euch interessant. Und läuft ja dann eben im Mai auch wieder zurück und dann auch in euer Zeichen. Also sie kommt schon noch zu euch, es sei denn, ihr seid jetzt Stiergeborene, die auch Planeten im Widder haben. Es kommt ja auch häufig vor. Und dann habt ihr da natürlich eine schöne Venus-Auslösung. Ne? Das müsstet ihr dann vielleicht mal schauen oder mich konsultieren, dass wir da mal in eurem Horoskop gucken können, ob ihr eine Venus-Auslösung habt. Vor allen Dingen, wenn ihr auch das spürt. Ne? Wenn ihr spürt, hey, bei mir ist doch richtig was los, bei mir prickelt es, ich habe einen Flirt, dann ist alles gut. Aber diejenigen, für die die Venus so ein bisschen im 12. Haus ist, die haben vielleicht gerade eine Liebesflaute oder sie interessieren sich verstärkt für die Spiritualität. Und über Beschäftigung damit kann man natürlich auch jemanden kennenlernen. Ne? Mars steht auch dort zum Beginn des Monats. Das kann bedeuten, dass ihr euch so ein bisschen schlapp und energielos fühlt. Kann es mit sich bringen. Uranus steht dabei, der steht da jetzt schon länger und kann euch aber wirklich auch mit Geistesblitzen aus der Traumwelt versorgen. Also diejenigen Stiere, die dann Bezug zu haben, die sollten auf ihre Träume achten und erfahren darüber vielleicht auch so manches. Erfahren vielleicht sogar Impulse aus der eigenen Zukunft. Uranus ist ja der Planet der Zukunft. Also müsst ihr mal drauf achten, was ihr da so träumt, was da so für Botschaften drin stecken. Ne? Und das ist auch einfach hier so ein bisschen verborgen, aber das tritt ja dann auch wieder ans Licht, wenn die Planeten erstmal in den Stier wandern und dann habt ihr auch wieder Zugriff darauf. Und am 3.3. Haben wir dann für die Festliierten einen Top-Tag. Und da ist nämlich der Mond im Stier, das ist sowieso gut für euch, das verstärkt eure Energie. Und gleichzeitig haben wir einen guten Aspekt dann hier auf Saturn, der jetzt hier für euch im Haus der Ehe und der Festliierten steht. Ist vielleicht ein schöner Tag dann für euch mit der Energie. Dann am 4. beginnt ja die Rückläufigkeit der Venus. Das müsst ihr eben jetzt selber mal ein bisschen gucken. Spürt ihr das oder spürt ihr davon nichts, weil es sich eben im 12. Haus abspielt? Oder spürt ihr es durch spirituelle Liebesbotschaften? Es gibt ja auch Leute, die mit den Engeln der Liebe arbeiten. Vielleicht wäre das auch mal interessant für euch. Da gibt es ja die Doreen Virtue, die ist da ja sehr gut, die Amerikanerin. Die hat auch eine schöne CD gemacht, Engel der Liebe. Wenn also nichts los ist, könnt ihr euch ja diese CD mal anhören. Das würde jetzt passen zu Venus im 12. Haus. Kann aber auch sein, dass sich da im Verborgenen was anbahnt. Von anderen unbemerkt, vielleicht erstmal nur für euch spürbar. Und ich habe auch schon erlebt, dass mir Klienten gesagt haben, ich bin jemand begegnet, von dem ich vorher immer geträumt habe. Also achtet nach wie vor auf eure Träume. Die haben vielleicht auch Liebesbotschaften für euch. Genau. Dann am 10.3. kommt auf jeden Fall Schwung in die Sache für euch, weil dann der Mars in den Stier geht, damit in euer Zeichen und dann so eine belebende Energie reinbringt. Ne? Mars ist ja der Planet für Schwung und Impulse. Und das werdet ihr dann sicherlich spüren, besonders wenn ihr euch vorher so ein bisschen schlapp gefühlt habt.
ist das sehr gut, ist eine gute Phase. Die macht euch auch mutig, also dass ihr dann vielleicht auf andere mal zugeht, wenn ihr jemanden kennengelernt habt, oder dass ihr die Anbahnung einer neuen Beziehung selbst in die Hand nehmt. Und das spüren bis zum 24. die Geborenen der ersten Dekade am deutlichsten und bis zum 31. März diejenigen bis Mitte zweite Dekade. Und für den Rest der Stiere geht dann dieser gute Einfluss im April weiter. Ne? Schwung, Durchsetzungskraft. Es ist auch die Bereitschaft, für sich selbst einzustehen, weil es ja für euch im ersten Haus ist, also in eurem Zeichen. Da hat man dann auch die Power, wirklich mal zu sagen, was man will. Ne? Mars ist ja auch die Willenskraft. Genau. Ja, dann habe ich noch einen Top-Tag oder ein Top-Wochenende für euch. Am 11. und 12., das ist also auch das Vollmondwochenende. Denn da steht der Mond in der Jungfrau, der Vollmond steht ja auch Jungfrau Fische und damit im guten Aspekt zur Stiersonne, einem guten Aspekt auch für euch, was Erotik und Sinnlichkeit angeht. Also es ist vielleicht ein sehr sinnliches Wochenende für euch, das Vollmondwochenende. Wenn ihr also die Gelegenheit habt und jemand kennt und die Lust da ist, dann solltet ihr euch an dem Wochenende auch Zeit für schöne Stunden zu zweit nehmen. Das steht also sehr gut für euch und der Vollmond beleuchtet dann nochmal von Neuem das Thema eurer Freundschaften, aber auch, was ihr da für eine Rolle spielt, was ihr vielleicht für kreative Ideen mit einbringen könntet oder wo ihr auch mal die Führung übernehmen könnt, einen Impuls setzen könnt, zumal ihr dann ja eben auch den Mars hier im Stier habt. Also vielleicht denkt ihr euch dann was aus, was man da unternehmen könnte. Ne? Am Wochenende wäre auch eine gute Gelegenheit, Freunde einzuladen oder mit denen was zu unternehmen, eine Idee anzuregen. Genau, am 13. geht dann auch der Merkur in euer 12. Haus. Ist auch wieder gut, wenn ihr spirituell unterwegs seid. Botschaften aus der anderen Welt, aus dem Verborgenen. Diese vielen Planeten hier in 12, die können natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass ihr vielleicht für Leute da sein müsst, die so ein bisschen, die entweder sich gerade im Krankenhaus befinden oder sonst wie so ein bisschen im Verborgenen sind und vielleicht eure Hilfe suchen. Da könnt ihr euch natürlich auch liebevoll einsetzen, auch wieder Stichwort Charity. Das kann also für viele Stiergeborene jetzt eine gute Phase sein, um anderen zu helfen und daraus aber auch dann Freude zu beziehen. Und dann am 16. ist nochmal ein Top-Tag für euch. Wenn der Mond im Skorpion steht und damit in eurem Partnerzeichen, also genau gegenüber von euch, nur so in den ersten, früh am Tag müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil er dann hier den Mars anregt. Das kann also auch vielleicht eine Konfliktsituation sein, aber ist natürlich auch super zum Flirten und jemanden kennenzulernen und so ein bisschen zu teasen. Genau, und am 20., wenn die Sonne in den Widder geht, geht sie auch noch in euer 12. Haus. Also es ist ein Monat, in dem wirklich auch Liebe, aber eben auch Spiritualität großgeschrieben sind für euch. Ne, wenn ihr an sowas glaubt, dann könnt ihr euch damit ja mal ein bisschen beschäftigen. Dann diese kritische Phase, von der ich immer rede, die am 24. anfängt mit den harten Aspekten, die ist jetzt für euch persönlich wahrscheinlich weniger kritisch, sondern die findet, also was die Liebe angeht, sondern findet eher im Bereich Joballtag und Gesundheit statt. Wobei die Gesundheit und der Job gut aussehen mit Jupiter drin. Aber vielleicht gibt es da die eine oder andere Überraschung. Hier sagt man auch, sind die verborgenen Feinde drin. Also vielleicht gibt es da auch ein Problem, dass jemand hinter eurem Rücken da vielleicht eine kleine Intrige startet oder eben auch überraschend irgendwas kommt, womit ihr nicht gerechnet habt, aus dem Verborgenen, aus dem Hinterhalt. Aber der Mars ist ja dann schon nicht mehr beteiligt. Das ist dann vielleicht schon nicht mehr so schwierig. Und das Gute ist ja eben, das steht zwar hier in Spannung, aber Pluto selber steht wiederum gut zu euch. Ne? Das heißt also, da, und Mars habt ihr da auch, also ich denke, ihr könnt euch dann durchsetzen. Ich weiß halt nur nicht, ob das jetzt für die Liebe so eine spannende Konstellation ist. Es scheint da eher wirklich um Konflikte und Situationen im Job zu gehen, wo ihr euch vielleicht da durchsetzen müsst. Ne? Und der Neumond findet dann auch noch in eurem, am 28. findet auch noch in eurem 12. Haus statt. Das heißt, das Thema Spiritualität und eventuell Rückzug ist weiterhin dann wichtig für euch. Und deswegen meditiert eben, wenn nichts los sein sollte in der Liebe, dann meditiert einfach darüber, was ihr euch wünscht, wo es hingehen könnte, was ihr für einen Traumpartner euch wünscht. Und wenn ihr in einer festen Beziehung seid,
könnt ihr vielleicht eben, wie gesagt, gemeinsam mit dem Partner, vielleicht könnt ihr den Partner dafür begeistern, für eure spirituelle Ausrichtung oder vielleicht auch für eure Interesse für Astrologie, dass ihr da eben gemeinsam was machen könnt. Und ansonsten wird es dann nicht lange dauern und im April geht dann die Venus wieder in einen günstigen Aspekt zur Stiersonne. Und am 31. geht der Merkur dann in euer Zeichen. Und das heißt, dass ihr dann auch wieder im Gespräch seid und vielleicht einfach auch über Gespräche und über gemeinsames Lernen und den Austausch, gemeinsame Pläne machen, auch wieder ans Flirten kommt. Okay, liebe Stiere, also nicht traurig sein, falls in der Liebe wirklich nicht so viel los sein sollte. Ich glaube schon, dass ihr was davon mitkriegt, einfach weil die Venus eben auch euer Planet ist, aber vielleicht eben auf eine subtile Art und Weise aus dem Hintergrund. Es kann auch sein, dass es jemand gibt, der vielleicht für euch schwärmt und sich aber nicht offenbart. Das gibt es ja auch, dass ihr vielleicht geheime Verehrer habt. Das wäre ja auch geheime Verehrer oder geheime Flirts im 12. Haus, die gar nicht an die Oberfläche kommen, die irgendwo im Verborgenen blühen. Oder von denen ihr noch nicht mal was wisst und dann würdet ihr das aber erfahren, wenn die Venus dann wieder direkt läuft oder auch wenn sie jetzt hier in die Fische reinläuft, dann tritt das so wieder ein bisschen aus dem Hintergrund hervor. Deswegen wartet mal ab, lasst es auf euch zukommen, achtet ein bisschen auf eure Träume und auf ganz subtile Signale, die halt jetzt nicht so laut sind und nicht so extrem, sondern eben eher subtil, ne? Und auch romantisch durchaus. Ne? Platonische, romantische Freundschaften stehen eben auch hoch im Kurs jetzt für euch. Okay, liebe Stiere, so viel zum März jetzt für euch. Und ihr wisst ja eben, dass euer Geburtshoroskop viel mehr umfasst als nur die Sonne. Kann ja sehr gut sein, dass ihr Planeten im Widder habt, die jetzt kräftig angeregt werden durch die Venus. Oder viele Stiere haben auch Planeten in den Zwillingen. Die würden dann auch eine Anregung erfahren durch die Venus-Konstellationen. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, stehe ich euch natürlich mit Beratungen und Workshops rund um euer Horoskop zur Verfügung. Ihr braucht dann einfach nur mal auf meiner Webseite unter Beratung zu gucken. Auch meistens, also schon vorne, es steht da ja auch schon einiges zu. Ne? Oder ihr klickt einfach mal hier in den Kästchen, die ich dafür hier eingesetzt habe im Video, was es da so im Angebot gibt. Ich habe auch eine Hotline. Wenn ihr spontan und kurzfristig mich was fragen wollt, dann verabredet euch doch kurz mit mir über mein Kundentelefon zum Festnetztarif. Dann bekommt ihr von mir die Hotline-Nummer. Gibt also genug Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Und dann habe ich ja auch noch die Verlosung. Ja, diesmal verlose ich wieder 15 Minuten Beratung, gerne auch mit einem Partnerhoroskop für alle, die meinen Kanal abonnieren und mir einen netten, originellen und freundlichen Kommentar dalassen. Und für Fortgeschrittene, die sich also wirklich für Astrologie interessieren, ist vielleicht noch mein Workshop interessant. Ich mache am 11. und 12. März ein Webinar zum Thema Synastrie und Kombinhoroskop, also die Techniken, wie man Partnerhoroskope richtig deutet. Und da können Fortgeschrittene gerne noch einsteigen. Gibt es auch Informationen zu in meinem Info-Webinar. Ach ja, noch genau zur Verlosung. Den Gewinner oder die Gewinnerin gebe ich dann im April wieder in der kosmischen Schwingung bekannt. Ne? Wenn ihr gewonnen habt, müsst ihr dann da reingucken, dann erfahrt ihr das. Genau, jetzt habe ich, glaube ich, alles. Weitere Links und Hinweise gibt es noch unten in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.